Dabei findet die Bundesregierung das okay, dass die ukrainische Partnerregierung einen Mord vortäuscht? Das ist wirklich nicht an mir, darüber zu urteilen. Sie wurden ja auch reingelegt am Mittwoch. Wenn Sie das so empfinden, die Bundesregierung hat die Vorgänge der letzten Tage natürlich verfolgt. Und ich kann auch nicht verhehlen, dass wir, wie viele andere, auch überrascht sind über die Art und Weise, wie sich das Ganze aufgelöst hat. Und nun stehen also Vorwürfe eines Mordkomplotts im Raum. Das sind sehr schwerwiegende Vorwürfe. Und deshalb tun die ukrainischen Sicherheitsbehörden sicher gut daran, sie auch mit plausiblen Beweisen zu untermauern. Aber vergessen wir nicht, Herr Babchenko hatte, wie wir alle wissen, seinen Lebensmittelpunkt von Russland in die Ukraine verlegt, weil er sich in Russland nach eigenen Aussagen nicht mehr sicher fühlte. Zusatz? Wann hat die Kanzlerin von diesem Komplott erfahren? Hat sie das alles aus den Medien, wie wir erfahren? Wurde sie auch an der Nase herumgeführt? Und Frau Adebar, ich habe jetzt heute auch ein Foto gesehen, wie Herr Maas da Herrn Poroschenko die Hand drückt. Ich meine, Herr Steinmeier wurde vor 2 Tagen dreist angelogen. Er musste ja auch O-Töne zu diesem Fake-Mord abgeben. Was hat Herr Maas Herrn Poroschenko mit auf den Weg gegeben? Also ich würde trotzdem gerne noch einmal in Erinnerung rufen, dass hier ein mutmaßlicher Plan zur Ermordung eines Journalisten im Raum steht. Und wenn sich dieser Verdacht erhärten sollte, dann sind wir uns doch sicherlich einig, dass das ein schwerer Angriff auf die Pressefreiheit wäre und dass das uns alle besorgen müsste. Und weil diese Vorwürfe schwer sind, kann man nun auch erwarten, natürlich, dass sie mit Beweisen untermauert werden. Und ansonsten hat die Bundeskanzlerin diese Auflösung, sage ich jetzt einmal, des Falles Babchenko aus den Medien erfahren, aus der Berichterstattung. Herr Maas hat diesen Fall und das Thema mit Herrn Poroschenko angesprochen. Er befindet sich immer noch in der Ukraine und führt weitere Gespräche. Aber Sie können davon ausgehen, dass das Thema dort war. Frau Timofeva? Ich möchte das auslegen, zusätzliche Informationen jetzt zu diesem Fall von Babchenko von der ukrainischen Seite bekommen. Oder haben Sie das schon? Wie gesagt, ich kann über die Gespräche von dieser Stelle, die auch noch laufen von Herrn Maas in der Ukraine, hier keine größeren Auskünfte geben. Aber Sie können davon ausgehen, dass es angesprochen worden ist. Dann Herr Jung nochmal. Frau Petermann, durch Bundestagsanfragen kam ja über die letzten Jahre raus, dass das BKA und der BND dem ukrainischen Geheimdienst SBU Workshops gegeben hat. Können Sie uns mal sagen, wann die letzten Workshops des BKA mit diesem Geheimdienst, der diesen Mord jetzt gefaked hat, gelaufen sind? Frau Petermann. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Können Sie noch mal wiederholen? Das BKA hat jahrelang dem SBU, diesem Geheimdienst in der Ukraine, der diesen Mord gefaked hat, Workshops gegeben. Die letzte Bundestagsanfrage, die das BBMI dazu beantwortet hat, war für den Zeitraum 2009 bis 2013. Wissen Sie, wann das BKA zuletzt diesem ukrainischen Geheimdienst Workshops oder andere Ausbildungstätigkeiten gegeben hat? Nein, dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Das können Sie ja prüfen. Ich werde prüfen, ob sowas geprüft werden kann. Okay. Dann Herr Jung nochmal. Ich habe nochmal eine politische Verständnisfrage. Frau Adebar hatte jetzt ja nur gesagt, dass dieser Babchenko-Fall viele Fragen aufwirft. Verurteilt die Bundesregierung denn so eine Aktion der ukrainischen Regierung? Ich meine, wir wurden alle an der Nase herumgeführt. Das ist ein perverser Fake-Mord gewesen. Finden Sie sowas? Das ist jetzt der dritte Versuch, aber ich werde es nicht anders darstellen, als ich es in meinen ersten beiden Antworten dargestellt habe. Ja, wir waren überrascht. Es steht ein schwerwiegender Vorwurf im Raum, nämlich der Vorwurf eines Mordkomplotts gegen einen Journalisten. Einen Journalisten im Übrigen, der sich aufgrund seiner kritischen Haltung in Russland nicht mehr sicher fühlte und in die Ukraine gezogen war. Das muss aufgeklärt werden. Und das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Zusatz? Angenommen, dieser Mordkomplott stellt sich als wahr heraus, was ja auch noch die Frage ist, rechtfertigt denn Herr Jung, Sie sind schlecht zu verstehen. Danke. Entschuldigung.
Angenommen, dieser Mordkomplott stellt sich am Ende als wahr heraus, was ja auch noch nicht klar ist, könnte ja auch eine Lüge sein. Aber rechtfertigt das dann diese Aktion, Herr Seibert? Ich habe gesagt, dass wir jetzt auf Aufklärung warten und hoffen, und dann wird man das zu beurteilen haben. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I don't even know why.